Ja, das war ein übertrieben schneller Anfang. Nicht so laut, nicht so schnell. Nein, definitiv nicht. Wir sind wieder zurück bei Depone. Wir müssen ach, wieder bitte, der Wedel hat alles vollgestaubt. Und, oh je, Fettfleck, da muss ich wohl nochmal rüber. Nein, das habe ich schon abgestaubt. Gut. Was denn? Noch mehr Fussel? Was denn? Noch mehr Fussel? Was denn? Noch mehr Fussel? Noch ein Fettfleck. Nein, das habe ich schon abgestaubt. Ich hoffe, das gehört so. Vielleicht hätte ich mir die Finger waschen sollen. Uns fehlt noch irgendwas dafür. Zum Saugen. Hey, du hast meinen Und du hast meine Freundin gekidnappt. Aber das war doch nur ein Missverständnis. Ich kann sie ja gerne wieder nach draußen in die Kälte legen, wenn dir das lieber ist. Und wie willst du das anstellen, so ganz ohne Schlüssel? Kein Problem. Meine Tür ist immer offen. Dann wundert dich auch nicht, dass dir ständig Sachen geklaut werden. Das stimmt allerdings. Hier haben wir den Schlüssel für die Truhe. Ich bin gerade selbst ein bisschen ruhiger geworden. So, offen. Ja. Der Schlüssel kann weg. Rufus. Was haben wir denn da? Ein kleiner Pinsel, ein Mini-Blasebalg, eine Packung frische Tücher original verpackt. Puh, was für ein unnützer Krempel. Ich will eine Datasette reinigen und keine Puppenstube einrichten. Ah ja, das sieht doch schon besser aus. Eine Drahtbürste und eine Flasche Fettlöser. Den Mädchenkram lasse ich mal drin. Dieser Junge ist unglaublich. Unglaublich, sag ich. Die Drahtbürste? Auf Golds Bewusstseinschip? Nur im absoluten Notfall. Darauf wird es also hinauslaufen. Was für eine Sauerei! Ich hoffe, das gehört so. Nicht gut. Noch gebe ich nicht auf. Nur im absoluten... Was denn? Noch mehr Fussel? Oh, hier geht's. Die Datasette. Nein, die Datasette ist Zeit für die. Okay. So gut wie neu. Ja, diese Kratzer da könnten auch woanders herkommen. Und? Der ist fertig. Hast du die Kontakte schon gereinigt? Yep, alles sauber. Sehr gut. Dann zeig mal her. Moment mal, waren da vorher auch schon diese Kratzer drin? Was? Ach die sind mir vorhin schon aufgefallen. Unglaublich, wie die jungen Dinger heute mit ihren Gehirnimplantaten umgehen, hä? Ja, und ohne sie aus dem Laufwerk zu nehmen, wirklich unglaublich. Naja, so ein paar Kratzer. So gravierend sind die nun auch wieder nicht. Apropos gravierend, hat da jemand seinen Namen und ein Herzchen eingeritzt? Gib mal lieber wieder her. Das wird schon passen, oder? Muss ja. Ruf, es ist schon ein bisschen unglaublich. Was? Wo bin ich? Cletus? Bist du das? Nein, Moment. Du bist Olfi. Rufus. Ich erkenne dich. Ich war in einem Saal und dann in einem Krankenzimmer. Und da waren noch andere Leute, Deponianer. Es ist also wahr, Deponia ist bewohnt. Der Organon hat uns belogen. Ich muss Cletus kontaktieren. Tja, das ist fast eine gute Idee. Leider nur fast. Dein sauberer Verlobter macht gemeinsame Sache mit dem Organon. Cletus macht was? Oh, mein Kopf. Vielleicht setzt du dich erst einmal hin. Ich sitze doch schon. Keine Sorge, Baby. Ich erkläre dir alles. Hier ist mir wieder kein Overlay, ist auch schön. Aber wie lange geht die Folge noch? Könnte knapp werden, dass wir diese Stunde geschafft haben. Diese Folge schaffen. Ich habe dich gerettet. Ich kann mich an kaum etwas erinnern. Auch nicht, wie ich dich aus den Klauen des Organon befreit habe? Da war dieses Transportband. Und hey, du warst auch da. Du saßt an diesen Hebeln. Oder
oder wie ich dich gesund gepflegt habe. Ich erinnere mich an einen beißenden Geschmack auf meiner Zunge. Und wie ich dich um den halben Planeten getragen habe. Warte mal, gab es da einen Kran? Tja, offenbar kannst du dich an gar nichts erinnern. Aber sei's drum, du kannst dich ja auch später noch bedanken. Dein Implantat war kaputt. Der Sturz vom Organon-Kreuzer ist ihm nicht gut bekommen. Die Organons haben mich vom Kreuzer gestoßen? Naja, ja, Schrott sei Dank konnte ich alles reparieren. Eigentlich habe ich die Reparatur geleitet. Sicher hast du das, Opa. Jeder schneidet sich gern seine Scheibe ab. Und jetzt ist alles wieder. Und jetzt ist alles wieder gut? Genau. Richtig. Kletes ist ein Verräter. Er kollaboriert mit dem Organon. Natürlich tut er das. Der Organon eskortiert uns auf unsere Erkundungsmission. Ja, schon. Aber irgendwie hat Ulysses ihn dazu gebracht, seinen Bericht zu fälschen. Er wird dem Ältestenrat empfehlen, Deponia zu sprengen. Obwohl der Planet bevölkert ist? Dieser miese Scharlatan. Sag ich doch. Der Organon will Deponia zerstören. Das weiß ich. Darum sind Kletes und ich ja hier, um zu überprüfen, ob Deponia wirklich unbewohnt ist. Aber Deponia ist nicht unbewohnt. Und Ulysses will das vertuschen, damit er Deponia trotzdem sprengen kann. Das müssen wir unbedingt verhindern. Mein Reden. Du wurdest von einem Piraten verschleppt. Wie oft soll ich es denn noch sagen? Ich bin ein einfacher Schrotthändler. Ich wollte nur helfen. Keine Sorge, ich behalte ihn im Auge. Er wird dir nicht wehtun. Natürlich nicht. Wie käme ich denn auch dazu? Siehst du? Ich beschütze dich. Gut. Genug geredet. Wir müssen den Organon daran hindern, Deponia zu zerstören. Am besten, du nimmst mich mit nach Elysium. Dann können wir deinen Leuten die Wahrheit sagen und alles wird gut. Richtig? Genau. Echt jetzt? Du nimmst mich mit? Nach Elysium? Warum denn nicht? Alles, was wir brauchen, ist ein perfekter Plan. Da bist du bei mir genau richtig. Perfekte Pläne sind meine Spezialität. Okay, lass hören. Ja. Wir sollten den Organon-Kreuzer kapern. Während du die Organons ablenkst, schleiche ich mich zur Brücke. Dort verkleide ich mich als Steuermann, indem ich mir einen Bart aus einem Pinsel und etwas Leim bastle. Dann müssen wir nur noch etwas Draht und einen Schraubenzieher finden und... Wäre es nicht einfacher, wenn wir dich als Kletes ausgeben? Du siehst ihm sowieso zum Verwechseln ähnlich. Ich weiß nicht. Ich habe einen viel durchtrainierteren Körper. Wir überwältigen ihn und kehren gemeinsam nach Elysium zurück. Das könnte klappen. Gut, dass mir das noch eingefallen ist. Und was ist mit uns? Ach, ihr? Keine Sorge. Wenn Elysium erstmal erfährt, dass Deponia doch noch bewohnt ist, wird es keine Sprengung geben. Ja, und wir sind in Elysium. Wir wären Helden. Und alle sind glücklich. Genau. Na dann, worauf warten wir noch? Wo kommen wir zurück? Ah, da. Okay. Oh Gott. Oh oh. Es sind Argus und seine Beamten. Schnell in Deckung. Also. Wir suchen nach einem Deponianer und einer großgewachsenen Elysianerin. Wir haben ihre Spuren gefunden. Wir wissen also, dass sie noch in der Nähe sind. Wenn ihr sie findet, ergreift sie. Die Elysianerin darf nicht eliminiert werden. Der Deponianer hingegen schon. Hast du das gehört? Tja, ich bin denen wohl zu gefährlich. Wieso? Ist er etwa zu gefährlich? Nein, keine Sorge. Er ist einfach nur im Weg. Ey. Also vorwärts. Sie sind noch irgendwo auf dem Gelände. Behaltet das Tor im Auge, damit sie uns nicht noch entwischen. Der Humor dieses Spieles bezieht sich genau auf die Eisenkugel. Sie wissen offenbar nicht, mit wem sie es hier zu tun haben. Halte dich im Hintergrund. Ich werde denen jetzt mal zeigen, was es heißt, im Weg zu sein. Schnapp sie dir, Tiger. Strohhalm und Tümpeln. Ich hoffe, Goal passt gut auf. Das hier werde ich nämlich nur einmal machen. Oh. Okay. Dann lass mal in den Kofferraum schwimmen. Da geht's zu, da geht's auf. Au!
Was war das? Hast du das auch gehört? Klang ziemlich erbärmlich. Ja, hab ich. Naja, ich glaube nicht, dass wir uns vor einem Tier fürchten müssen, das solche Geräusche macht. Wahrscheinlich ist es behindert. Mist, solange das Verdeck zu ist, kann ich hier drin nichts erkennen. Das Fenster? Linkes Fenster? Au! Kurbel mal. Dann geh mal da durch. Ja, dann noch zurück. Au! Dann nimm mal die Gabel mit. Und wirf die doch mal dagegen. Das. Ich spare mir meine. Geht nicht, okay. Dann geh hier raus. Tritt gegen die Motorhaube, was nicht geht, okay. Rohr. Au! Hupe. Aha! Das. Was uns zu Plan B bringt. Okay. Ja. Denn Plan B ist, das dagegen zu werfen. Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte, liebe. Okay. Hem. Aus der Motorhaube raus. Können wir da jetzt irgendwie vielleicht gegengabeln? Verdeck. Gabel. Nicht? Okay, wie kommen wir jetzt hier weiter? Das ist eine Gabel. Gabeln fliegen. Ich spare mir meine Telekinet. Gabeln kann man gut werfen. Und da die Hupe kein Geräusch macht, versuchen wir es mal so. Geht das? Stopp. Was war das? Miau. Nein, das war keine Katze. Das war irgendwas Großes. Mm. Eine Kuh. In dem Schrotthaufen hat sich eine Kuh verhakt. Scheint so. Dummes Tier. Gut, dass ich so schnell geschaltet hab. Hafu. Au. Da ist ein Schnabeltierkuscheltier. Reiß dich mal zusammen, das war nur der Wind. Jetzt kann ich endlich rüber, ohne dass es quiekt. Ich kann nicht die Organons würden. Er sagt, er kann rüber, ohne dass es quiekt und... Ich spare mir meine... Hingehen. Ich kann nicht die Organon... Die würden ein super Trio abgeben, aber mir reichen schon zwei Witzfiguren, die den Weg versperren. Können wir das wieder runterlegen? Ich kann nicht die Orga. Wie bescheuert. Ich kann nicht die Orga. Hä? Hä? Ich hab grad in der Lösung, ja, Handy. Ich hab gerade in der Lösung geguckt und die Lösung sagt, man soll da wieder rübergehen, aber ich kann da nicht rübergehen. Ich kann die Orga. Jetzt hab ich es auch gehört. Hallo? Hallo, ist da wer? Du bist Paranoid 2017. Puh, verdammtes Viech. Ich kann nicht mehr die Organe. Schnabeltier, Kuscheltier. Hast du das gehört? Reiß dich mal zusammen. Jetzt habe ich es auch. Hallo? Hallo, ist da wer? Du bist paranoid. Puh. Hast du das gehört? Reiß dich mal. Ich kann nicht die Organe. Hä? Verwirrt mich. Ich kann nicht die Jetzt habe ich es auch gehört. Hallo? Hallo, ist du bist paranoid. Puh. Nehmen. Rübergehen.
drauflegen. Rüber ich kann die Ort. Hast du das gehört? Reiß dich mal. Und wieder rübergehen. Jetzt habe ich es. Hallo? Hallo? Ist da wer? Du bist paranoid, 2. Na also. Mensch. Können wir die Metallfutzes jetzt... Nur zwar, das ist ja geradezu eine Beleidigung. Ja, dann... Los. Mach halt. Rufus, der unglaublich Bescheuerte. Das war nicht übel. Nicht übel ist mein zweiter Vorname, Baby. Hör auf, mich so zu nennen. Komm mit, wir müssen weiter. Baby. Irgendwann klatscht sie ihm nochmal eine dafür, dass er sie Baby nennt. Hundertprozentig. Halt! Wer da? Ich bin es nur, Cletus. Mit Goal, meiner bezaubernden Verlobten. Na endlich! Ich hatte schon Angst, sie wäre mit diesem stinkenden Deponianer durchgebrannt. Ein abwegiger Gedanke. Au contraire, Schnucki-Maus. Du kannst ruhig zugeben, dass du ein Auge auf diesen Rufus geworfen hast. Verständlicherweise erschien mir ein verwegener Draufgänger zu sein. Aber nicht doch, Schnutzi-Pups. Er war nur ein selbstverliebter Trottel. Das reicht jetzt. Sie können immer noch rumturteln, wenn Sie zurück auf Elysium sind. Oh, yeah. Yeah. Yeah, eher, desto besser. Gut. Dürfte ich Sie noch kurz unter vier Augen sprechen, Herr Botschafter? Natürlich. Geh doch schon mal vor, Liebes. Ich und der Amtmann haben noch Dinge zu besprechen. Offenbar. Aber... Husch, husch. Okay, wir sehen uns dann ja gleich, richtig? Tüdelühü. Sagen Sie mal, haben Sie noch alle Tassen im Schrank? Ich dachte, wir hätten eine Vereinbarung. Die Erinnerungen von Fräulein Goal müssen gelöscht werden. Und wir brauchen die Aufstiegscodes. Keine Panik, ist ja alles in Arbeit. Ich tausche die Datasetten aus und lasse das Original auf der Plattform liegen. Ne? Dann sind alle glücklich, richtig? Ja. Alle bis auf die Deponianer. Ja. Wenn sie mich hintergehen, schneide ich ihnen persönlich ihren hässlichen Kopf ab. Ja, ja, ja. Das könnte ziemlich scheiße enden. Ach ja, ach ja. Dann auf zur Plattform. Das scheint mir das einzig Richtige gerade zu sein. Immerhin müsste Goal jetzt... Ach du... Es kann doch nicht dein Ernst sein. Hier leben Menschen, Cletus. Ich habe sie... Ich hab's dir doch erklärt. Ulysses hat recht. Wir können nicht... Störe ich? Rufus! Na endlich! Ich war schon drauf und dran, diesen uneinsichtigen Idioten vom Turm zu werfen. Frag mich bitte nicht, was ich jemals an dem gefunden habe. Was soll das, Rufus? Ich dachte, wir hatten eine Abmachung. Falsch gedacht, Cletus. Ich werde mit Goal nach Elysium gehen. Das ist ein Witz, oder? Bitte, Goal, sag mir, dass das ein Witz ist. Es ist kein Witz. Rufus wird mich nach Elysium begleiten. Er wird mir helfen, die Wahrheit über Deponia ans Licht zu bringen. Haha! Und du glaubst wirklich, die lassen so jemanden in die weiße Stadt? Warum nicht? Jeder wird ihn für dich halten. Den, dass ich nicht lache. Gib auf, Cletus. Sonst was? Scheuchst du deine Läuse auf mich, dass ich nicht lache? Muss ich erst sauer werden? Willst du mir etwa drohen? Hör mal, Kleiner. Ich habe den dritten Askaten im Shai-Hulu. So wie ich. Ach ja? Was ist dein Duju? Fünf. Fünf? Ich meine gelb. Feuer? Steinbock. Ocelot. Verdammt. Dass ich nicht lache. Dass ich nicht lache. Hey, ich hab dir schon mal gesagt, du sollst mich nicht nachäffen. Ich hab dir schon mal gesagt, du sollst mich nicht nachäffen. Außerdem klingt das überhaupt nicht nach mir. Ich finde, er macht das ganz gut. Bah, und wenn schon. Dieser Ein-Mann-Floh-Zirkus wird niemals als ich durchgehen. Schau doch nur, wie der rumläuft. Widerlich. Macht das unter euch aus. Aber...
Rufus! Und mit so einem Schlappschwanz willst du allen Ernstes nach Elysium durchbrennen? Schnauze Mahlzeit, an die. Dass ich nicht lache. Rufus hat allemal mehr Format als du. Seine Füße vielleicht. Rufus kämpft wenigstens für das, woran er glaubt. Du meinst, er kämpft für den Osterhasen? Was haben wir denn da? Ein zweites Kostüm. Wollen wir doch mal sehen, wer hier der bessere Cletus ist. Anziehen, anziehen. Rufus ist dir um einiges voraus. In Sachen Körpergeruch bestimmt mein selbstgemachtes Kostüm. Das Inventar in dem Aufzug ist ja mickrig. Da passt noch nicht mal ein Eimer mit Wischmopp rein. Geschweige denn ein Papagei und zwei Katzen. Ich leg meinen Kram mal hier hin. Rufus hat allemal mehr Format als du. Seine Füße vielleicht. Hey, du Pisser. So, es reicht. Rufus ist dir um einiges voraus. Dieses Weichei soll mich also ersetzen, dass ich nicht lache. So, gib auf, Cletus. Sonst was? Scheuchst du deine Läuse auf mich? Dass ich nicht lache. Dass ich nicht lache? Hey, ich hab dir schon mal gesagt, du sollst mich nicht nachäffen. Ich hab dir schon mal gesagt, du sollst mich nicht nachäffen. Außerdem klingt das überhaupt nicht nach mir. Ich finde, er macht das ganz gut. Ach, und wenn schon. Dieser Ein-Mann-Floh-Zirkus wird niemals als ich durchgehen. Da kann er tausendmal meine Klamotten auftragen und sie mit Ungeziefer infizieren. Es gibt immer noch eine... Oh, Himmel. Dein Hängearsch. Mein Muttermal, du Dämlack. Was tust du? Lass das! Autsch! Flaggenmast. Nein! Nicht! Yeah, wir haben es geschafft! Wir haben es wirklich geschafft! Auf nach Elysium! Hello, Alaf. Alaf? Nicht so schnell, Freundchen. Cletus sagte irgendwas von einer Abmachung? Was? Ach das? Vergiss es. Schnee von gestern. Lass uns los. Nach Elysium. Warte mal. Das ist es, oder? Dir geht es gar nicht darum, Deponia zu retten. Du willst einfach nur nach Elysium. Um jeden Preis. Ich? Nein. Also mir hat er was anderes erzählt. Deponia stinkt, hier leben nur Idioten. Meinetwegen kann der ganze Laden in die Luft fliegen. Bla 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 bla. Halt du dich da raus. Goal, glaub ihm kein Wort. Er will nur einen Keil zwischen uns treiben. Aber woher weiß ich, dass ich dir trauen kann? Dieser Ratte trauen, dass ich nicht lache. Goal, er hasst Deponia. Er ist ein Egoist. Ein Dieb und ein Betrüger. Schau doch mal bei seinen Sachen nach. Ich bin mir sicher, du findest dort eine Backup-Datasette. Nur für den Fall, dass du ihm auf die Schliche kommst. Das würde er nicht tun. Na los, schau nach. Goal, nicht. Goal, ich kann das erklären. Das kannst du nicht. Weißt du was, Rufus? Ich dachte wirklich, du seist etwas Besonderes. Aber ich bin was Besonderes. Ich weiß, dass du das glaubst, aber du bist einfach nur ein verdammter Egomane. Du ähnelst Cletus nicht nur äußerlich. Komm her, ich möchte mir dein Gesicht einprägen, bevor ich alleine nach Elysium zurückgehe, damit ich weiß, worauf ich kein drittes Mal reinfallen werde. Oh, Goal, es tut mir leid. Ach, auch das noch. Argos, endlich! Holen Sie mich hier runter! Warum sollte ich? Sie waren von Anfang an ein Unsicherheitsfaktor für unser Unternehmen, Cletus. Aber Rufus hier... Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Sie werden doch nicht etwa dieser verlogenen Ratte da mehr trauen als mir. Warum nicht? Zugegeben, er ist eine verlogene Ratte. Hey! Aber gerade das macht ihn ja so perfekt für den Job. Er wird als Held nach Elysium reisen. Und er bekommt die Frau. All das, was er sich erträumt hat, wird in Erfüllung gehen. Glauben Sie wirklich, dass er das aufs Spiel setzen wird, um seine verhasste Heimat zu retten? Dafür hat er einfach nicht das Format. Denn sobald Goal seine Fassade durchschaut, macht er all das zunichte, wofür er jemals gekämpft hat. Das wird er nie im Leben riskieren. Gratulation, Rufus. Du hast es geschafft. Leg einfach die Backup-Datasette ein und du kannst gehen.
Elysium erwartet dich. Soll ich nicht auch mal rudern? Nein, nein, das geht schon. Ich weiß doch, dass du deinen Rücken schonen musst. Und wenn wir zurück auf Elysium sind, gibt es erstmal eine Massage, okay? Ja, mal sehen. Ach, jetzt schau doch nicht so betrübt. Ist doch gut, dass unsere Inspektion ergebnislos war. Auch wenn ich mich nicht an alles erinnern kann. Oder ist noch was anderes? Na komm schon, ein bisschen mehr Enthusiasmus. Auf nach Elysium und so, ja? Nein? Was ist denn? Hast du etwas auf dem Herzen? Freust du dich denn gar nicht, nach Elysium zurückzukommen? Doch schon, aber... Na dann, auf nach Elysium, oder wie? Okay, Moment. Es ist jetzt gerade so spannend hier und ich habe gerade so einen Durst, ja? Ich werde jetzt ganz kurz einen Cut machen, mir was zu trinken, gerade was trinken und werde dann wiederkommen. Bis gleich. So, und nun zurück bei Deponia mit der... Moment, ich muss kurz mein Mikrofon ausrichten. So. Mit der paddelnden Goal. Und... Ja. Goal. Ja? Es ist so. Ich bin ganz Ohr. Also... Was stammelst du denn so rum? Raus mit der Sprache. Folgendes. Also langsam machst du mir Angst. Was hast du denn bloß? Na gut. Ich sag's dir jetzt einfach. Aber du musst versprechen, nicht sauer zu werden. Aber Cletus, warum sollte ich denn sauer werden? Wir haben eine Errungenschaft. Jetzt beruhige dich doch. Mich beruhigen? Irgendein Hochstapler löscht mir das Gedächtnis, gibt sich als mein Verlobter aus und stiftet mich beinahe zu einem Genozid an und ich soll mich beruhigen? Immerhin habe ich's dir noch erzählt, oder? Ich bin der Gute. Du bist gleich der Tote, wenn du mir nicht sofort meine alten Erinnerungen wieder beschaffst. Aber das ist doch der reinste Selbstmord. Glaub mir, Freundchen, es nicht zu tun wäre Selbstmord. Okay, okay. Jetzt nimm mir endlich dieses lückenhafte Pseudobewusstsein aus dem Kopf und komm ja nicht auf die Idee, sie wieder einzulegen. Bin ja schon dabei. Matsch. Undankbare Suse. Gott sei Dank ist die Goal auf der anderen Datasette besser auf mich zu sprechen. Was? Rufus, du verdammter... Ach nee, da war ja was. Wenn ich draufgehe, wird es dir leid tun. Weil du dann schuld bist. Da sagt man einmal die Wahrheit. Nicht und... Wenn ich drauf... Weil du... Spit kann er behalten. Geisterklitis, können wir mit dem reden? Platz nicht so! Anscheinend nicht. Das ist die Backup-Datasette. Wie kriegen wir wenn die ich drauf wieder zurück zum Leben? Weil du dann... Wo haben wir ihn? Können wir mal runter? Was ist das denn für ein Unsinn? Ich glaube nicht, dass wir irgendwas machen müssen. Was? Wo? Ich? Rufus? Ach nee, da war ja was. Oh. Wenn... Weil du dann schuld bist. Hä? Muss schneller gehen. Ich brauche diese Codes. Aha. Ja, Herr Amtmann. Sie wissen doch, was auf dem Spiel steht. Wenn es nach Ulysses ginge, würden wir hier alle auf Deponia verenden. Ja, Herr Amtmann. Gib
Gibt es Probleme, Argus? Nein, Herr Oberkontrollrat. Nur ein durchgeschmortes Relais. Das ist jetzt unwichtig. Ich möchte ein paar Worte an die Mannschaft richten, bevor wir nach Porta Fisco aufbrechen. Sofort! Sehr wohl, Herr Oberkontrollrat. Ihr habt den Mann gehört. Auf, auf! Und dem jetzt auch relativ schnell und ohne viel Krach. Das ist meine Chance. Diesen Ableseautomaten mit der Datasette. Datasette. Keine Zeit. Sie könnten jeden Moment zurück sein. Ja, dann nimm noch die Datasette. Können wir die andere da reinsetzen? Keine Zeit. Sie könnten... Okay. Dann heißt es jetzt also wieder zurückgehen. Das ist gerade ziemlich traurig eigentlich, was hier passiert. Auch wenn es irgendwie... Hallo. Na, überrascht? Du dachtest wohl schon, du hättest es geschafft. Das Glück ist mit den Gerechten und so. Tja, falsch gedacht, mein Freund. Es ist fast schon tragisch. Einmal im Leben entscheidest du dich, das Richtige zu tun, und schon kostet es dich alles. Deinen großen Traum, die Liebe deines Lebens, deinen Heimatplaneten. Tja, ich würde dich ja jetzt gerne bedauern, aber das Hochboot ist in Betrieb. Die Aufstiegscodes sind eingegeben. Ich will Elysium einfach nicht länger warten lassen. Immerhin erwarten die einen Bericht von mir. Ich hätte auch bereits aufbrechen können, aber was soll ich sagen? Mein schlimmer Rücken. Ich will einfach nicht alleine rudern. Also, gib mir die Backup-Datasette. Goals Erinnerungen an euren Fehlstart dürften noch im Kurzzeitspeicher liegen. Die sind schnell gelöscht. Gib sie mir. Das könnte dir so passen. Gib ihm die Datasette. Was ist hier los? Der Organon. Immer pünktlich, immer zuverlässig. Ich glaube, hier ist eine kleine Entschuldigung fällig. Sieht so aus, als ob die Ratte ihren Käse nicht geschluckt hätte, Amtmann. Aber ich bin nicht nachtragend. Wenn mir Rufus die Backup-Datasette aushändigt, werde ich unseren Plan wie besprochen durchführen. Jetzt mehr denn je. Du hast den Mann gehört, Rufus. Gib ihm die Datasette. Komm schon, Rufus. Sei vernünftig. Ich werde ohnehin nach Elysium gehen. Du kannst daran nichts mehr ändern. Wenn du mir die Daten jetzt gibst, kannst du wenigstens noch Goal retten. Also, haben wir eine Abmachung? Wir können ihn nicht damit durchkommen lassen. Wir wollen uns nicht überladen. Tja, dann muss ich wohl selbst rudern. Schade, schade, schade. Aber ich hätte mir eigentlich denken können, dass dir dein Stolz wichtiger ist als Goals Leben. Ich wette, du hast schon eine tolle Lügengeschichte parat, wenn sie aufwacht. Und merkt, dass du ja ein erste Reihe-Ticket für den Weltuntergang besorgt hast. Warte noch! Verschwende nicht meine Zeit. Gib mir die Datasette oder lass es bleiben. Wir können doch über alles reden. Und warum sollte ich dir zuhören? Ich will nur die Datasette. Weiter nichts. Oh Gott. Dann können wir wohl nicht drum rum, ihm die Datasette zu geben. Du hast gewonnen. Hier ist die Datasette. Wie ungewohnt einsichtig von dir. Und ich wette, Goal wäre dir auch sehr dankbar. Leider wird sie nie erfahren, dass du überhaupt existiert hast. Ha? Deponia wird so ein schönes Feuerwerk für unsere Hochzeit abgeben. Ich hasse diesen Typ. Cletus? Was ist passiert? Eine Menge. Kannst du dich etwa nicht mehr erinnern? Natürlich kann ich mich erinnern. Ich war mit dir auf einem Organon-Kreuzer. Wir wollten Deponia inspizieren, richtig? Wir sind auf Deponia, aber unsere Mission ist beendet. Habe ich geschlafen? Es gab einen Unfall. Du bist vom Kreuzer gefallen. Darum kannst du dich auch an nichts erinnern. Aber schau dich um. Deponia ist verlassen. Unfassbar. Nichts als Schrott. Ja, nichts. Nun komm, lass uns zurück nach Elysium. Wir müssen unsere Hochzeit vorbereiten. Ja, lass uns gehen. Freunde, Freunde.
Tja, das war's dann wohl. Ich gehe dann auch mal. Der Weg nach Kuwak ist weit und ich muss mich noch auf die Apokalypse vorbereiten. Nicht so schnell, Freundchen. Du dachtest doch nicht wirklich, dass wir dich laufen lassen. Du weißt zu viel. Außerdem glaube ich, dass du noch etwas hast, das uns gehört. Ach ja, die Datasette. Was ist? Worauf wartest du? Gib sie mir. Hoppla. Nein! Macht's gut, ihr Trottel. Ach ja, Rufus. Oh, nee. Schnapp diesen Verräter. Erschießt ihn. Na, mein Freund. Hast du was verloren? Die Datasette. Bravo, Herr Oberkontrollrat. Oh Gott, was müssen wir machen? Ich muss das Spiel wieder lauter drehen. So, Beamter Argus. Na, Rufus, was willst du jetzt tun? Gib mir doch einen Moment. So, Argus. Es reicht. Hoch die Fäuste. Nicht ganz so hoch. So, es reicht. Hoch die Fäuste. Nicht ganz so hoch. Ich glaube, er wird langsam... Was können wir hier anklicken? Verdammt, er ist zu weit weg. Niemand widersetzt sich dem Organon. Ich muss weg. Halt! Stopp! Juhuhu. Was tust du? Na, so schnell wieder zurück? Das war ein beeindruckender Sprung. Und mitten in den Nadelhaufen. Habe ich so noch nicht gesehen. Respekt? Alles klar, Kleiner? Du klingst ein wenig ausgepowert. Dieses Spiel. Das schafft mich. So, der Kurs ist gesetzt. Unsere nächste Station ist der schwimmende Schwarzmarkt. Gut, gut. Passt rein. Alles klar bei dir, Rufus? Du hast noch gar nicht zu Ende erzählt, was auf dem Turm vorgefallen ist. Ich will ja nicht zu neugierig erscheinen, aber ist Deponia jetzt gerettet? Das liegt nicht mehr in meiner Hand. Jetzt seid ihr geplättet, denn die Datasette wurde nicht resettet, genau wie geplant. Die Welt war gerettet, an die er gekettet. Ich wette, ihr hättet dasselbe getan. Und willst du mich jetzt noch zwingen, den Müll rauszubringen, abzuwaschen, zu saugen und Dinge dieser Art? Hast du wohl nicht aufgepasst? Der Punkt ist doch das. Husser und so, der Kurs, volle Fahrt. Husser, der Chor ist am Start. Diesen Teil zumindest. Ja, das war das Let's Play zu... Jetzt kann ich wieder Lotto machen. Zu Deponia. Und wen haben wir denn da so? Aha, Jan Müller-Michaelis. Schon wieder. Aha, und schon wieder. Okay. Alexander Kraus. Schon wieder Jan Müller-Michaelis. Poki. Dialoge. Jan-Michaelis. Mhm. Und, okay, Eduard Wolf beim Scripting Supervision. Okay, Scripting Tools. Art Director Simone Kesteron. Kesterton. Additional Character Design Jan Müller-Michaelis. Ja, Poki. Ja, noch so Cutscenes. Ja. Okay, wollen wir ein bisschen über das Spiel reden? Was ein geiles Spiel. Es ist jetzt, glaube ich, 3 Jahre alt. Ich glaube, 3.
irgendwie ganz vertue. Und ja, es ist einfach geil. Ihr könnt sagen, was ihr wollt, es ist einfach geil. Es gibt insgesamt 3 Teile. Da das jetzt der erste war, könnt ihr euch vorstellen, was das zweite kommt. Nämlich der zweite Teil. Der wird dann, denke ich mal, direkt im Anschluss, wenn ihr dieses hier seht, seht. Ah, warte mal, da. Hanek, Lotti, Daniel Weilbar, okay. Wird dann wahrscheinlich direkt im Anschluss kommen. Also, wenn das ist jetzt Folge 17, wenn die Folge gelaufen ist, dann wird, direkt der zweite Teil kommen. Bei Deponia. Den muss ich, glaube ich, noch aus dem Schrank holen hinter mir. Und dann erstmal installieren gleich. Dann werde ich den nächsten Tag mal aufnehmen. Ja. Ich muss sagen, dieses Spiel ist jetzt schon so alt. Und ich habe es mir gerade vor kurzem erst gekauft. Und wir haben jetzt insgesamt 7 Stunden dran gesessen. Das sind 7, nicht ganz. Ich habe ein bisschen weniger gespielt, als ich dran gesessen habe, weil ich zwischendurch dann nicht ganz da war und dann alles sowas. Und ja, auf jeden Fall, was ein geiles Spiel. Organon. Hier sieht man auch die anderen beiden Spiele. Sollte ich vielleicht mal nachgucken, welcher Teil welcher ist. Wenn ich jetzt aufklicke, öffnet sich bestimmt der Browser. Intro, Harpoon, Action, Rufus ist verliebt. Ich hätte gar nicht ganz gerne nochmal so ein Lied. Ende, Rufus, das Ende. Naja, das ist der Anfang. Ja, 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 ich liebe es. Ah. Du alte Memme, denkst du hast Probleme, nur weil etwas Abwasch die Spüle verstopft. Spar das Gezeter, gedenke der Väter, sie hausten in Armut, umgeben von Schrott. Doch wo alles verloren schien, ward einer geboren. Er war saustark und lässig, sein Haar saß perfekt. Und mit Großmut und Tapferkeit sprach er, ich bin's leid, macht euren Mist mal allein, ich muss weg. Er muss dann mal weg. Wie geil ist das? Gut, reicht dann. Ja. Das soll's dann. Dann speichern wir definitiv noch einmal. Nein, ich würde speichern. Können wir das nicht? Wenn wir jetzt draufklicken, geht das dann? Okay, wir haben es durchgespielt, das Ende. Ja. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich danke euch für sämtliche Sachen, die ihr dabei gemacht habt. Genau. Kochen. Vielleicht habt ihr ein Buch gelesen. Das wäre ein bisschen traurig, weil er nicht alles mitbekommt. Vielleicht habt ihr Kopfstand gemacht oder sonst irgendwas. Ich muss es auch aufhören, weil diese Folge geht schon ewig lang und ich werde sie bestimmt nicht hochgeladen bekommen in einem Tag. Ich hoffe doch. Ich habe keine Ahnung, ich werde es gleich sehen. Auf jeden Fall, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder beim zweiten Teil von Deponia. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen und tschüss.